Frauen, die sich nicht unterkriegen lassen vom Leben, gebrochene Frauen, Mörderinnen. Thekla Karola Wied spielt sie alle mit unvergesslicher Intensität. Wir treffen sie im Seehaus in München. Hier schaut sie bei ihren täglichen Spaziergängen im Englischen Garten gern vorbei. Die sind für mich ganz wichtig, diese Spaziergänge. Das besonders Schöne ist eigentlich, dass sie sich ganz frei machen von allem Kopf. Das ist auch wichtig. Das ist ein schöner Moment und den muss man sich auch nehmen. Das Innehalten von allem. Ich lerne ausschließlich den Text im Gehen, habe dann meine Texte in einer Folie. Da kennen mich auch schon einige und sagen, ach, sie lernt wieder. Ja, ja, ach, kommt was Neues wieder? Ja, kommt was Neues. Und dann freuen sich die Leute. Tür an Tür heißt ihr neuer Film. Die vereinsamte Hannah hat eine neue Nachbarin. Entschuldigung, ich suche meinen Schlüssel. Ich denke, dass sich bis zum letzten Lebensatemzug die Persönlichkeit entwickelt. Und dass man, je mutiger man da wird auch und je weniger konform man geht, sondern aus der Norm auch ruhig ausbricht, wächst die Persönlichkeit. Ich meine damit Konflikten nicht ausweichen, Zivilcourage, für die anderen auch was tut. Das sind Chancen fürs Altwerden. Ja, also bis ins hohe Alter kann man das tun. Mit der TV-Serie Ich heirate eine Familie kommt für sie der große Durchbruch. Die geschiedene Angie Graf findet neues Glück in einer Patchwork-Familie. Aber daraus ergab sich für mich schon auch etwas, dass ich plötzlich in einem Rollenklischee war, was mir oftmals schwierig war, da auszubrechen. Es ist ja, da manch einer wäre dankbar, so einen Einbruch zu erleben, aber da musste ich schon oft sehr kämpfen. Der Kampf lohnt sich. Die Charakterrollen kommen. So wie in Schuldig bewegt sie die Zuschauer. Das Telefon besprechen. Ja, ehrlich gesagt, mir geht's beschissen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dich vermisse. Beruflich ist sie immer erfolgreich. Zeiten der Verzweiflung durchlebt sie bei Trennungen, auch bei der schweren Krankheit der Mutter. Was gibt ihr in solchen Zeiten Kraft? Ich bin ja sehr christlich erzogen worden. Ich war auf einem evangelischen Gymnasium in Berlin. Ja, wenn ich da gebetet habe, da wurde natürlich war das fast wie ein tägliches Ritual. Und wir mussten auch zu Hause beten. Und es war eine Pflichtübung mehr. Das hat sich dann doch ein bisschen verändert. Ich glaube heute an ein höheres Wesen, an eine höhere Kraft. Das will ich nicht bestreiten. Man kann sie auch nicht beweisen und man kann sie nicht widerlegen. Also, und es ist besser, man glaubt dann. Und da gibt es schon auch Zwiesprache mit dem da oben, die ich führe. Und das tut gut. Es ist eigentlich einfach wie ein Gebet. In mancher ihrer Rollen, wie auch im eigenen Leben, hat sie sich mit dem Tod geliebter Menschen auseinandergesetzt. Ich glaube nicht an ein Jenseits. Ich kann mir auch das gar nicht irgendwie vorstellen. Ich lebe im Diesseits und ich finde für mich selbst, dass man sein Leben im Diesseits zu erfüllen hat, nach den Wertvorstellungen, die nun unsere Gesellschaft zusammenhalten sollten. Das heißt, den anderen wahrnehmen, für die anderen da sein, sich einzumischen, wenn etwas nicht stimmt. Das finde ich wichtig in einer Gesellschaft, die immer rigoroser miteinander umgeht. Das, meine ich, ist reichlich schon für ein Leben, wenn man nach diesen Werten zu leben versucht.